Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Was wir beim letzten Mal gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber weil das schon ein paar Tage her ist, dass ich die Aufnahme gemacht habe. Aber ich kann mich erinnern, wir waren im Tipi, es wird hier Tipi genannt. Ja, Tipi oder Wigwam, bei dem Büffel und haben ein Schrittdiagramm gekriegt für den Regentanz. Und den wollen wir jetzt aufführen. Das letzte Mal haben wir das noch kurz versucht, das hat aber nicht so geklappt. Ja, weil ich nicht kapiert habe, dass ich das mit den Pfeiltasten machen muss. Wir werden es einfach jetzt ausprobieren und dann... Moment, ich muss das ja nehmen hier. So. Hallo, nehmen. Oh, es geht ja schon los. Okay. So. Links und rechts. Was? Wie? Das war verkehrt? Oder war das zu langsam? Ja, und wir werden ausgelacht. Okay, nochmal. Ich habe einiges vor mir, befürchte ich. Also mit den Tasten... Moment, ich habe die verkehrten Tasten benutzt, glaube ich. So. Okay, nochmal. Ich könnte mal... Hallo, wo gehst du hin? Nein, hier. Ich könnte mal das hier mit der anderen Maus machen. Okay, dann kann ich die Hand hier hinlegen. So. Also gut. Und los geht's. Ja. Was? Ach so. Ja, verkehrte Maus... verkehrte Pfeiltaste. Das ist gar nicht so viel. Wir kriegen das schon hin. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja. Nicht nur du, ich ja auch. Also los. Nur nicht versagen, einfach mal machen. Also gut. Ja, okay, also los. Links, rechts. Nochmal, links, rechts. Links, oben. Oben, rechts. Links, rechts. Links, oben. Was hast du gesagt? Das geht ja noch weiter. Moment mal. Das, oh. Ach Mist. Aber das sind jetzt 4x. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja, ich weiß nicht, wie viele x brauchen wir denn? 5? Der Tanz sieht ziemlich kompliziert aus. Am besten ich schaue beim Tanzen in die Anleitung. Ja, das müsste aber... Nun mach doch mal. Also gut. Das müsste aber schneller... langsamer gehen. Also nochmal. So. So. So, so. 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 Hey, was denn? Ich hab das doch... Ich dachte, ich hätte das richtig gemacht. Das war schon gar nicht schlecht. Ja, das war schon besser. Okay, aber wir sind immer noch nicht gut genug. Ja gut, also nochmal. Naja, auf Anhieb klappt sowas natürlich nicht. Okay, also jetzt. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Das war... Oh, scheiße, das war verkehrt. Was denn? Das war doch gerade richtig. Ach, die X, glaube ich, sind die Fehler, die man gemacht hat. Oh, das war schon gar nicht schlecht. Naja, gut. Wenn ich nur wüsste, wie lange wir das machen müssen. Den ganzen Tanz durch. Also gut. Oh je. So, nochmal. Okay, noch geht's ja. So, 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 so. Was denn? Ach. Warum denn das da? Das war doch richtig. Ja, wahrscheinlich war ich zu langsam. Das kommt ja auch noch hinzu. Das war schon gar nicht schlecht. Oh je, also Leute, das kann eine ganze Weile dauern. Vielleicht müssen wir da zwischendurch mal was anderes machen. Was könnten wir denn machen? Weiß ich jetzt auch nicht. Den Regentanz? Der eine Oger oder Troll oder was das immer war, der steht hier noch herum. Ach, und in diese Höhle müssen wir auch noch. Nee, war das die hier? Nee, ja genau, das war die hier. Da ist ja noch Kupfer, was wir noch nicht haben. Aber ich weiß nicht, wo wir die Spitze herkriegen sollen. Ja, und da kann man nichts machen. Ja, gut, ich weiß nicht, woher. Also, ja, wir versuchen jetzt einfach mal das da noch. Was man mit... Ja, okay, das da. Bretter, weiß ich nicht. Den Bommel kann man da dran binden. Wozu das gut sein soll, weiß ich auch nicht. Wir probieren das jetzt nochmal. Also gut. Okay. So. Der Anfang ist ja noch... Was denn? Wieso denn? Ja, okay, die X'e werden mehr, wenn ich irgendwas falsch mache. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Ja, das befürchte ich auch. So, nochmal. Also gut. Ich muss das auch noch zur rechten Zeit schaffen. Oh. So. So. Hey, was denn? Das war doch alles richtig. Ich mach oben und nach unten. So soll es doch sein. Oh.
Das war schon gar nicht schlecht. Ja. Ja, komm, wir versuchen es nochmal. Also, ja, wieder mein altes Problem, ne? Wenn was nicht funktioniert, okay, dann funktioniert es nicht. Aber wenn ich gar nicht dann weiß, warum, dann... Also gut. Ja. So, nochmal. So. Das war verkehrt. Ja, das auch. Warum denn? Ich verstehe das einfach nicht. Ich mache das doch richtig. Da, das war schon gar nicht schlecht. Ja. Jetzt gucken wir zur Abwechslung mal zu den Ogern oder wohin auch immer. Ich brauche mal eine Pause. Oh je, das kann sie noch hinziehen. Okay, Moment, da kann ich wieder auf die andere Maus. Ich bin da so ungeduldig. Aber der steht immer noch da. Ja gut, wir reden mal mit ihm. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. So, und wie lief die Jagd bisher? Und? Wie läuft's bei der Jagd? Hast du schon etwas gefangen? Noch nicht, aber bald. Was jagst du denn? Alles. Aha. Okay, ja, also wie gesagt, da kann man nichts machen. Ja, ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger! Ja, nee, ich hab gar keinen Hunger. So, da, nee, das, ja, das kennen wir ja auch schon, aber da ist ja nichts zu machen. Zumindest noch nicht. Oder kann man da irgendwas runterschmeißen oder... Moment mal, betrachte den Spalt. Ja, okay, aber... Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Kann man da mit den Brettern was machen? Nö. Mit dem Faden. Hallo, Faden. Und den Bummel da dran. Machen wir das mal? In Ordnung. Damit habe ich einen Pompon an einer Schnur. Ja, okay. Okay, ja, jetzt ist er dran. Aber hier, nö, auch nicht. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Wir müssen das so im Kopf behalten. Oh, Moment mal. Decke den Spalt mit den Brettern ab. Es geht also doch. Los, machen wir. Wir haben sogar eine Hausnummer hier. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Viel aushalten werden die Morschenbretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Aha. Ja, und? Gut, betrachten wir den Spalt nochmal. Die Bretter sind so morsch, dass sie sofort durchbrechen würden, wenn sich da jemand draufstellt. Aber wer ist schon so dämlich? Ja, vielleicht der Typ hier. Okay, vielleicht dient das als Falle oder sowas. Weiß ich jetzt auch nicht. Er hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das mit den Brettern hier so geht. Wir fragen ihn nochmal, vielleicht ist da ja was zu machen jetzt. So, hier ihn. Hallo, Grump. Du, Menschlein. Wahrscheinlich geht das ganz nicht. Ganz recht. Ja, okay. Ich muss los, mein Magen knurrt. Und was sagt ihr hier? Hunger. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Vielleicht nimmt er mir die Geschichte mit dem Cocktail übel. Okay. Ja, und da drauf, nee, geht sowieso nicht. Wir können ja den nur betrachten. Also gehen wir mal wieder zurück. Oh, Moment, wir haben ja die Karte. Hallo, Karte. So. Und mal dahin. Ja, gut, aber... Ach, der Helm, der kommt jetzt wieder zurück, genau. Ja, wir sind jetzt hier auch willkommen. Ich frage mich nur, wo dieser Kopf von der Spitzhacke ist. Aber ich war ja hier schon überall und da ist nichts zu finden. Ja, okay, dann können wir wieder gehen. Das will ich jetzt einfach alle mal klären. Da, Moment mal, da war ja auch noch was. Da war dieses Wasser. Ja, aber da kann man nichts mehr machen. Okay, ich drücke immer auf die Leertaste, um zu sehen, ob es da noch was gibt. Das würde ja dann angezeigt, aber... Nö, da wird nichts angezeigt. Also wird es da auch nichts mehr geben. Moment, geh noch mal ein bisschen weiter. Ja, nö, da ist nichts. Also wieder zurück. Dann werden wir den Kopf wahrscheinlich woanders finden. Und nicht hier drin. Da ging es ja nicht weiter, soweit ich weiß. Das Dynamit, ich will mehr Dynamit. So, nein, aber hier ist ja auch nichts. Oder zumindest nichts mehr. So, dann gehen wir nochmal da nach da oben hin, oder? Da ging es ja weiter. Ja, genau, richtig. Da. Und da ging es nicht weiter.
Nö, da will er gar nicht hin. Okay, wir müssen da lang. So, da ist ja auch nichts mehr. Ja, da taucht die Tür auf. Und da, ja genau, da ist natürlich noch was. Das ist ja das Kupfer. So, okay, aber wir können das nicht machen. Ja, damit geht das nicht. So, geh in die hell erleuchtete Höhle. Vielleicht finden wir da unten ja noch was. Jetzt, da wir willkommen sind, das wäre noch eine Idee. Okay, ist hier noch was? Man kann nicht mehr nach unten gucken. Ja gut, ist jetzt auch nicht mehr nötig. Wir können gleich hier weitergehen. Gut, machen wir das mal. Dann kommen wir ja auch nach unten. Und können von unten gucken. Ja, also einer von den beiden fehlt jetzt. Oh, Moment mal, da kann man ja was nehmen. Klaue einige Opfergaben. Ja, dann machen wir das doch mal. Auf dem Altar liegen alle möglichen Kristalle und Edelsteine. Goldnuggets. Und da einige Steine mit Silberadern. Ja, dann nimm doch mit. Sorry, sorry. Nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Auf dem Altar liegen... Ja, ja, nimm das mal. Sorry, sorry. Nicht ja, aufregen. Okay. Der will nicht, dass wir das mitnehmen. Betrachte den Steinkopf. Okay, wir betrachten den Steinkopf. Ein Drachenkopf aus Stein. Völlig verrußt. Ein Erdwichtel fummelt an ihm herum. Ja, und? Sprich mit dem Erdwichtel, ja? Machen wir mal. Hallo, du? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Wusa. Ja, aber vielleicht doch. Ich wüsste nicht was. Die Feder vielleicht. Nee. Also da ist noch was zu holen hier drin. Oh, Moment. Ach so, klaue einige Opfergaben. Oh, Moment, da ist ja noch was zu gucken. Dieser hässliche kleine Kerl ist die Gottheit der Erdwichtel. Nachdem ich den Helm mitgenommen habe, hat er hier wieder das Sagen. Sich als eine Gottheit ausgeben? Wie kann man nur? Ein schändlicher Frevel und Wusa wird dich bestrafen. Ach, das ist der Helm jetzt gewesen. Okay. Ja, okay. So, nochmal betrachten. Wusa sieht ganz zufrieden aus. Und am besten rühre ich ihn nicht an. Die Erdwichtel würden wahrscheinlich ausflippen. Ach was. Da hast du nichts dabei. Nimm ihn ruhig mal in die Hand. Kannst ihn auch schütteln. Kein Problem. Gibst du mir absichtlich schlechte Ratschläge? Hätte ich etwa einen Grund dazu? Ja, das werden wir natürlich jetzt nicht machen. So, und ich probiere das nochmal aus, aber das will er ja nicht, der Kleine. Sorry, sorry. Nicht aufregen. Da passt aber einer auf. Ja. So, und der will irgendwas haben. Hallo, du? Wusa? Aber was denn? Die Steinfigur da, kann ich die haben? Wusa? Du willst dafür etwas anderes haben? Ich glaube, ich habe nichts für dich. Das haben wir ja alles schon mal. Wusa. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir ihn erst ablenken. Aber womit... Wir müssen das wahrscheinlich im Inventar haben. Tja, ich fürchte, wir müssen mit... Nee, das geht auch nicht. Wir müssen den Regentanz jetzt endlich machen. Oh je, das wird ja heiter. Ach Moment, ich kann ja die Karte benutzen. Da muss ich ja nicht so zurücklaufen. Also, wir haben ja aber auch gesehen, dass ansonsten in der Höhle nichts weiter ist. Da ist nur... Also da unten jetzt... Oh, Moment, hier so. Da unten... Okay, das war neu, das wusste ich vorher auch nicht. Und das Kupfer. Vielleicht will er ja das Kupfer haben, der kleine Erdwichtel. Ja, ich weiß nicht. Wir werden das sicherlich irgendwann rausfinden, aber jetzt versuchen wir uns nochmal an dem Tanz. Hier, so, Pfeiltasten, hier sind sie. Na, das kann ja heiter werden. Also gut. Ja. So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, 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 so. Das ist sowas von schwierig. Da, das war schon gar nicht schlecht.
Ja, ganz schön optimistisch. Gut. Weiter. Nochmal. Hier. Also gut. So. Der Anfang ist ja noch einfach. Ja, ich geb's schon wieder auf. Ich bin auch manchmal zu schnell. Da, das war schon gar nicht schlecht. Ich hasse sowas. Nochmal. Also gut. Wieder so eine nervtötende Aufgabe. So. Ja, und schon ist wieder vorbei. Da, das war schon gar nicht schlecht. Ja, der Anfang, der war schon ganz gut. Erstaunlicherweise, hab mich selbst gewundert. Na gut, nochmal. Also gut. So. 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 Warum denn? Hallo, ich habe doch die zwei Tasten gedrückt. Oder in der verkehrten Reihenfolge? Da, das war schon gar nicht schlecht. Also das ist wieder so eine Sache, ne? Das nervt. Also gut. So, nochmal. So. Ja, da, warum? Hallo, nach oben, nach unten. Oder bin ich auf den falschen Tasten, oder wie ist das? Ja, das war schon gar nicht schlecht. Aber was für Tasten soll ich denn sonst nehmen? Das sind ja nur die Pfeiltasten, die ich hier habe. Das muss ich jetzt mal prüfen. Aber hier, das geht ja, nee. Also nee, irgendwie. Also Pfeiltaste nach oben geht. Unten nicht. Das war schon gar nicht schlecht. Habe ich die mit irgendwas anderem belegt? Nee, bei dem Spiel hier doch nicht. Also das, ich glaube, ich mache mal eine Pause und versuche mal das rauszufinden. Denn das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, dass das gar nicht geht. Also ich meine, ich bin zwar nicht besonders geschickt da drin, aber so ganz dämlich bin ich ja auch nicht. Und deswegen habe ich jetzt diesen Verdacht. Naja, man... Such dir eine Erklärung. Also komm los, noch einmal jetzt. Also gut. So. Ja, okay, ich habe mich verdrückt. Ja, wieder. Oh, ist das schwierig. Also sollte man meinen, das wäre so einfach. Ich meine, sicherlich auf Pfeiltasten drücken, die man vor sich sieht. Ja, ist einfach. Ich habe noch einiges vor mir, befürchte ich. Aber man muss es auch zur rechten Zeit tun und natürlich in der richtigen Kombination. Okay, wir machen noch ein paar Versuche, dann ist die Folge sowieso voll und dann muss ich erstmal eine Pause machen. Und ich werde mal ein bisschen üben, abseits der Aufnahme dann, falls ich es dann schaffen werde. Ja, ich kann ja die Aufnahme mitlaufen lassen und dann einfach rausschneiden, wenn es zu viel geworden ist. Dann, das ist ja doof, das will ja niemand sehen. So, also jetzt nochmal. Das will ich ja selbst nicht mal sehen, aber ich muss. Also gut. So. Ja. Und schon ist es vorbei. Mit Pfeil oben, unten, das scheint nicht zu gehen. Das war schon gar nicht schlecht. Oh, ich meine, ich bin ja nicht zu dumm, um oben, unten zu drücken. Also, aber irgendwie reagiert es nicht. Also gut. Also nochmal. So. Nee, oben, unten geht nicht. Ich weiß nicht wieso, aber oben, unten geht nicht. Okay, ich werde jetzt die Aufnahme einfach mal... aufhören und dann mal ein bisschen rumprobieren und vielleicht finde ich irgendwas raus. Wenn nicht, dann muss ich mir was ausdenken. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ich probiere noch ein bisschen rum und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird es hoffentlich besser. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!